Hallo liebe Freunde, hier ist euer Mr. Melanista und ich begrüße euch zu Folge 3. Heute steht folgendes Spiel an und zwar gegen Chievo Verona. Und ja, ich gebe euch mal ein kleines Update, was in unserem Kader passiert ist. Wie ihr seht, haben wir mittlerweile einen Rumpfkader. Anders kann man ihn momentan nicht beschreiben. Und zwar haben uns ein paar Spieler verlassen. Mexes wechselte für 10 Millionen zu Norwich City. Er hat ja sein letztes Spiel für uns gemacht. Und dann haben wir überraschenderweise ein Angebot von Borussia Dortmund für Christian Abiatine von 8 Millionen bekommen. Da konnte ich schlecht Nein sagen. Wenn man für Abiatine noch so eine hohe Ablöse bekommt, dann nehme ich das Geld gerne und habe Abiatine zur Borussia verkauft. Dann ist gewechselt Carlos Bacca Richtung Eintracht Frankfurt. Ja, ihr hört richtig. Die Eintracht dachte sich, wen können wir Alex Meyer zur Seite stellen? Ja, why not Carlos Bacca? Perfekte Ergänzung. Somit hat Carlos Bacca uns ebenfalls verlassen Richtung Frankfurt für 20 Millionen. Ja, war jetzt nicht der beste Deal, aber ich musste das Geld nehmen. Wir hatten keine andere Wahl. Und ich wollte Bacca einfach loswerden, weil er mich in Wirklichkeit einfach nervt. So, Bacca hat uns verlassen. Ich glaube, soweit war es das. Aber ich gucke jetzt mal sicherheitshalber nochmal nach. Ja, Carlos Bacca, Frankfurt. Ah ja, genau, Jeremy Menezes. Menezes ist zu US Palermo gewechselt. Dafür haben wir den guten Vasquez bekommen. Und ich denke, das war ein guter Deal. Das heißt, wir haben jetzt zwei richtig geile Trequartistas mit einem Saponara und einem Franco Vasquez. Also, ja, auf der Position sind wir top aufgestellt. Brauchen wir uns nichts vorzumachen. Was ich jetzt noch vorhabe, ist einen Savic holen. Savic für die Abwehr. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen guten Innenverteidiger. Dann möchte ich noch Izzo holen von Genua. Da sind die Verhandlungen schon perfekt. Der Spieler wird zu uns stoßen. Mit Savic wird noch verhandelt. Abate soll uns verlassen, da wir auf rechts schon Deschiri und Sissoko haben. Und ich denke mal, ich versuche Abate in ein Tauschgeschäft für Savic einzubauen. Was uns natürlich jetzt auch fehlt, ist ein neuer Ersatztorhüter. Da bin ich an Gabriel stark interessiert, den einfach zurückzuholen als Nummer 2. Der ist auch jung, kann sich entwickeln. Wir hätten hier zwei junge Torhüter mit Potenzial. Und dann denke ich, wird unser Kader fast komplett sein. Einen zentralen Mittelfeldspieler brauchen wir noch. Ich denke, da wird es auf den guten Baselli hinauslaufen. Wir gucken mal, wie es aussieht. Baselli, da sind auch die Verhandlungen erfolgreich. Am 23.08. wird auch er zu uns stoßen. Dann haben wir alle komplett, dann haben wir einen guten Kader, der steht. Falls wir noch Savic bekommen, mit Acerbi verhandle ich auch. Als Ersatz, falls das mit Savic nicht klappt. Ne? Man muss ja vorbereitet sein, die Transferphase geht nur noch eine Woche. Und dann müssen wir einfach den Kader stehen haben. Und wir haben gesehen, in der Abwehr hapert es noch bei uns. Da brauchen wir noch Leute, die den Laden hinten dicht halten. Wer jetzt auch noch neu dazugestoßen ist, ist Lucas Silva. Die Verhandlungen waren erfolgreich. Er wird sich, denke ich mal, mit Baselli um die Montolivo-Nachfolge konkurrieren. Das sind zwei junge Spieler, die auf jeden Fall das Zeug dafür haben, Montolivo zu ersetzen. Ich meine, die Messlatte hat er nicht so hoch gesetzt. Der Lucas Silva ist passstark. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass er auch Abwehrstärke und Balleroberung hat, wie ihr seht. Also das ist ganz, ganz wichtig, wenn er auf der 6 spielt, dann ist mir das immer wichtig, dass die auch defensiv was zeigen können. Lucas Silva ist ein Mann, der das hat. Bei Baselli ebenfalls. Baselli hat da auch eine gesunde Zweikampfstärke und ist sehr passsicher. Einer von beiden wird es werden. Wir werden sehen, wer sich da besser schlägt. Und ja, ich würde sagen, ich höre mal auf, euch hier eine Frikadelle ans Ohr zu kauen. Wir fangen einfach an, denn ich bin heiß. Ich möchte Lucas Silva sehen in seinem ersten Spiel. Wir gucken mal, wie es aussieht von der Form her. Kutschka hat keine Lust heute. Das finde ich persönlich sehr schade. Wir werden dafür, ja, Bertolacci aufstellen. Bertolacci hat Bock. Dann haben wir auch Bock auf ihn.
Ja, dann würde ich sagen, fangen wir so an. Ibra und Ballo vorne, Saponara auf der 10. Bonaventura über links, Lucas Silva auf der 6 mit Bertolacci, Sissoko kommt über rechts, Zapata, Alex und Romagnoli in der Innenverteidigung. Und dann hoffe ich, dass wir heute 3 Punkte parat machen. Nicht so wie letzte Woche, als ein sehr geehrter Herr Mattia Destro mir in mein Maul gab, 5 Sekunden vor Schluss. Das war nicht schön für mich. Das habe ich immer noch nicht psychisch verarbeitet. Deswegen, Freunde, heute 3 Punkte. Es gibt keine Ausreden. Ich heiße euch willkommen in Verona, Chievo Verona gegen den AC Milan. Und hier ist unser Neutransfer, Lucas Silva. Es steht ihm sehr gut, das Trikot. Das kann wohl keiner abstreiten. Ihr seht ihn euch an. Tipptopp, gestylt. Läuft bei ihm, würde ich sagen. Ja, die Fans sind heiß auf uns. Sie wollen natürlich Milan am Boden sehen, aber das werden wir ihm nicht gönnen. Oh, schau an, Thomas Rosicki bei Chievo Verona. Das ist ja mal was ganz Neues. Coutinho, das ist ja wohl nicht der Coutinho. Ne, das kann ich mir nicht vorstellen, das ist nicht der Coutinho. Hier kommt unsere Aufstellung. In unserem Rumpfkader fehlen noch ein paar Leute. Ja, das ist Zucker, würde ich sagen. Ja, Thomas Rosicki auf seine alten Tage möchte er seine Karriere bei Chievo Verona ausklingen lassen. Und es geht los, Freunde. Anstoß für Verona und wir gehen direkt dazwischen. Riccardo Saponara. Saponara dreht sich schön um den Spieler, kann schießen, macht er auch, aber leider zu mittig. Gute Aktion von unserem Trequartista. Und Chievo nun im Angriff. Weiter Ball nach vorne, was ist das? Ich werde verrückt, das gibt's doch gar nicht. Ah, Freunde, das sind aber auch so Bälle, da kann man echt nur zuschauen. Ne? Wenn der Computer ein Tor schießen will, dann schießt er auch ein Tor. Mamma mia, Donnarumma steht da zwischen Tür und Angel, nichts Halbes, nichts Ganzes. Und wir haben Glück, dass da nicht mehr passiert ist, sonst wären wir hier schon im Rückstand. Das wäre natürlich richtig bitter. Oh, Donnarumma beim Abstoß, Cristian Zapata, Sissoko, Bertolacci, Saponara. Ah, oh, was ein schwacher Ball von Saponara, Mamma mia. Diese Chemie, die muss hochgehen, sonst wird das alles nichts mit den Pässen. Romagnoli. Ja, der Ball kommt zum Glück da noch an. Ibra. Ibra bleibt hängen. Ibrahimovic. Kriegt den Ball da nicht. Jo. Besitz. Wieder so ein langer Ball, aber diesmal hat Alex aufgepasst. Oh, was ist da los? An den Pfosten von Chievo. Und das war wohl abseits. Mamma mia, da haben wir aber schon mächtig Glück gehabt. Das hätte auch ins Auge gehen können. Puh. Ja, so viel Zeit darf er nicht haben. Da müssen wir mehr aufpassen. Donnarumma, Bertolacci, Sissoko, Balotelli. Schön gesehen, Ibra kann schießen. Lucas Silva kommt nicht zum Abschluss. Und Chievo mit dem langen Ball wieder. Das gibt's doch gar nicht. Also, wie berechnen die das machen? Sissoko kann jetzt mal über die Außen kommen. Sieht Ballo. Aber das war auch abseits. Ja. Ein Schritt im Abseits. Und Chievo, langer Ball. Romagnoli gewinnt zunächst das Kopfballduell. Gut aufgepasst. Son Saponara. Lucas Silva holt da Bonaventura mit. Bonaventura. Ibrahimovic. Ibra. Lucas Silva, Balotelli, Balotelli, ja, Swing für Lucas Silva der Ball, aber zu sehr mit Rengis, Sissoko, Balotelli, Silva, Lucas Silva, ja, wohin, wohin soll er spielen, alles, die seht euch das an, wie tief Verona da steht,
Nein, Bonaventura ist das. Kann flanken. Macht er das? Nein, er dreht sich nochmal. Und jetzt die Flanke. Bonaventura, Balotelli kommt nicht zum Kopfball. Sissoko. Milan bleibt im Ballbesitz. Bonaventura. Ja, nach außen ist er wirklich nicht schnell. Kommt er noch zur Flanke, bevor er angegriffen wird? Da kommt er, Ibra! Schade. Lucas Silva. Nein, Bertolacci. Sissoko. Ah, das. Nein, ist einfach zu eng. Da kann man wirklich fast nur über die Außen kommen. Foul. Wer war's? Ricardo Saponara mit dem Foul. Ja, Tatsache, den Ball hat er nicht getroffen. Gegen Pelissier. Und nach 30 Minuten bekommt er schon den Karton. Verona. Alex. Oh, da haben wir wieder Glück gehabt. Donnarumma. Sissoko. Sissoko. Ah, nicht dahin. Er sollte seinen Nebenmann mitholen. Verona bleibt am Ballbesitz. Ballo kommt nicht an den Ball. Und wieder dieser lange Ball. Das gibt's doch gar nicht. Jedes Mal dasselbe. Romagnoli, stark gemacht. Und nun der Konter. Jetzt muss es schnell gehen. Ricky Saponara. Ricky Saponara. Sieht Ibrahimovic, Ibrahimovic! Kommt nicht zum Abschluss, schade. Das war eine gute Aktion. Guter Konter, da hatten wir mal Platz. Weil Verona aufgerückt war. Und stehen hier mit Mann und Maus hin drin. Bonaventura. Boah, das darf doch nicht wahr sein. So ein Ball muss ankommen, Saponara. Mamma mia. Das Einfachste vom Einfachsten. So, jetzt aber. Lucas Silva. Mit hinten rum. Bonaventura. Alex. Saponara. Ibrahimovic. Saponara. Silva. Balotelli. War da überrascht, dass er den Ball bekommt. 0-0. Geht's in die Halbzeit. Kein besonders schönes Spiel. Verona steht sehr tief. Wir tun uns schwer, sie auszuhebeln. Trotz alledem hatten wir gefährliche Möglichkeiten. Oder eine gefährliche Möglichkeit. Aber wir werden in der zweiten Halbzeit da ansetzen, wo wir bisher noch gar nicht angefangen haben. Freunde. Okay. Alex, Romagnoli, Bonaventura, Saponara, Sissoko, Ibra, Ibra. Ja, braucht viel zu lange den Ball zu verarbeiten. Ist dann in einem zu spitzen Winkel, aber guter Pass von Sissoko. Aber der Ball war schon zu weit außen. Eine Flanke wäre da klüger gewesen. Abschlag, Chievo Verona. Alex verliert den Kopfball. Sieht man auch nicht so oft. Was ein Pass, ich werde verrückt. Die zaubern hier einen Traumpass nach dem anderen in die Spitze. Zapata. Und wieder der lange Ball nach vorne. Das ist so billig. Lucas Silva. Bonaventura. Lucas Silva. Bertolacci. Bertolacci verliert den Ball. Das darf doch nicht wahr sein. Ah, Schiri, da pfeift er noch. Unglaublich.
Ja, soll man dazu sagen? Anscheinend spielen wir jetzt hier schon Ballett. Weiter. Freistoß. So, jetzt aber Ricky Saponara. Schön dazwischen. Ricky Saponara. Ibrahimovic. Holt Balotelli mit. Balotelli. Oh, Bertolacci. Der kann flanken. Gute Flanke. Und das ist das Tor. Ricky Saponara macht das 1-0 für den AC Milan. In seinem zweiten Spiel straft seine Kritiker. Unter anderem auch mich anscheinend eben. Seine schöne Flanke von Bertolacci. Mit viel Gefühl auf den langen Pfosten. Und dann schraubt sie Saponara hoch und köpft ihn in den linken Winkel. 1-0 für Milan. Das wird gut sein für unsere Chemie, dass die mal hochgeht und unsere Bälle wieder ankommen. Ibra hat ja schon in seinem ersten Spiel getroffen. Starkes Tackling. Bertolacci. Ibra. Balotelli versucht da Ibra frei zu spielen. Klappt nicht ganz. Schön gesehen. Die Möglichkeit Saponara. Und der Schuss wird da geblockt. Das gibt's doch gar nicht. Ricky Saponara fast mit seinem zweiten Tor. Und wieder dieser lange, ekelhafte Ball nach vorne. Romagnoli, kriegt er den auch? Ja, den bekommt er. Das war Bertolacci. Ja, Saponara. Balotelli verliert den Ball. Saponara auch Fehlpass. Foul von Lucas Silva. Und es geht direkt weiter. Bertolacci, das darf doch nicht wahr sein. Ich komme nicht an den Ball. Ist wie verhext. So, jetzt aber. Ibra auf Bertolacci. Bertolacci. Alleine gegen alle. Keine Anspielstation da. Silva verliert den Ball. Und das nächste taktische Foul. Wir werden wechseln. Es wird jetzt langsam eng hier. Ich habe das Gefühl, bei manchen ist die Luft raus. Bonaventura zum Beispiel. Den müssen wir jetzt mal rausholen. Antonelli, die defensivere Version. Antonelli, dann haben wir. Den haben wir noch. Ja, ich war auch müde, Ballo auch. Ja, alle sind müde. Ich hole jetzt einfach mal Franco Vazquez für Saponara rein. Und Alexandre Pato kommt für Balotelli. Ja, das machen wir so. Guck mal noch gerade, wie das bei Ballbesitz aussieht. Ballbesitz ist immer so eine Sache bei Pro Evo mit den. So, okay. Alles klar, Freunde. Die zweite Halbzeit geht weiter. Antonelli für Bonaventura, Vasquez für Saponara und Alexandre Pato. Kommt für Mario Balotelli. Wir hoffen, wir halten diesen Vorsprung. Ich rede davon und da kommt fast das 1:1 durch Castro. Alex tut sich da schwer im Kopfballduell. Das ist wirklich schwer zu verteidigen gegen die. Da haben wir nochmal Glück. Und Abschlag nach außen auf Sissoko. Bertolacci, Sissoko. Sissoko erstmal hinten rum, Ball ruhig machen. Lucas Silva, Romagnoli, Antonelli, der ist noch frisch, das merkt man direkt. Ibrahimovic, schöner Ball. Das ist Vasquez, Franco Vasquez. Franco Vasquez kann schießen, macht er auch Tor. 2:0 für den AC Milan durch Franco Vasquez. Der Trequartista aus Palermo gekommen. Macht in seinem ersten Spiel sein erstes Tor.
Also beide Spielmacher bei uns treffen. Saponara, sowohl wie Franco Vázquez. Es war schön gespielt, Ibra mit der Hacke und dann hat Vázquez mal ein bisschen Raum. Und den nutzt er aus und schießt ihn in den rechten Eck. Klasse Aktion. So, jetzt sind wir gespannt, wie Kiro reagieren wird. Sie müssen jetzt offensiver werden. Sie können sich nicht mehr reinstellen. Das heißt, wir haben mehr Räume vorne und können die bestrafen, wenn sie uns das anbieten. Pato. Pato habe ich seine altdenkwürdige Nummer 7 gegeben, wo die beste Zeit bei uns hatte. Oh, Alex hat aufgepasst. Schön gemacht. Franco Vázquez. Ibra. Alex Pato. Wieder Ibra. Ah, schade, den kriegt er nicht mehr. Das ist schon geil. Pato und Ibra vorne. Franco Vázquez. Franco Vázquez. Stark gemacht von ihm. Franco Vázquez. Ah, ja, da wusste jetzt nicht wohin. Schade. Und nun der Konter. Kevo. Zack. Zapata dazwischen. Stoppschild Zapata. Zapata meint ja, wenn er konzentriert ist, kommt niemand an ihm vorbei. Ich gehe mal davon aus, er ist gerade konzentriert. Donnarumma. Antonelli. Bertolacci. Und der Ball ist weg. Und dieser weite Pass wieder. Das gibt's doch gar nicht. Antonelli auf Ibrahimovic. Ibrahimovic bleibt am Ball. Pato. Lucas Silva. Durchgefault. Ja, das war ein Foul. Oder spielt er den Ball? Nein. Er spielt den Lukas. Lucas Silva wird da gefault. Alexandre Pato. Nein. Wir haben Ibrahimovic. Und Ibra wird den Ball schießen. Ibrahimovic. Ibra. Knapp über das linke Kreuz. Schade. Wäre natürlich noch toll gewesen, wenn er auch noch einen macht. Aber er hat noch genug Spiele Zeit, Ibrahimovic. 91. Minute, 2-0 Milan, die Sache scheint sicher, dass es 3 Punkte für uns werden. Aber Kevo will noch nicht aufstecken. Bertolacci. Pato, schön gemacht. Vázquez, Ibra, Pato. Pato, stark gemacht. Pato kann schießen, macht er auch, aber in die Mitte. Gute Aktion des Brasilianers. Das sah doch gut aus. Und das Spiel ist aus, Freunde. Wir gewinnen 2-0 gegen Kevo Verona. Ich denke mal verdient. Hatten auch da und hier und da mal etwas Glück mit diesem Pfostenschuss von Kevo Verona. Sah mir jetzt nicht gut aus. Aber der Sieg geht in Ordnung. 7-4 Torschüsse. Wir hatten mehr Ballbesitz. Hatten auch mehr Fouls. Aber manchmal muss man taktisch dazwischen treten, um die gegnerische Aktion zu unterbinden. Ich würde sagen, auf dem Sieg können wir aufbauen. Bester Mann auf dem Platz, Saponara laut der Statistik. Schlechtester Mann bei uns. Ja, sucht euch einen aus, Donnarumma, Alex. Nein, Sissoko hat eine 5,0. Okay, er war der Schlechteste bei uns. Naja, Hauptsache gewonnen, 3 Punkte, das reicht uns. So, Freunde, dann gucken wir mal, wie sich das in der Tabelle auswirkt. Bologna hat 4-1 gewonnen, Carpi 0-0, wir 2-0, Neapel 3-1 gewonnen, Florenz gewinnt 2-0 gegen Palermo. Was machen die anderen? Was macht Juve? Juve 1-0 im Stadtderby gegen Torino gewonnen. Inter verliert zu Hause 3-0. Okay, das ist eine Ansage von Sassuolo, würde ich sagen. Die Roma gewinnt 3-0 auswärts bei Frosinone, okay.
In der Tabelle sieht das Ganze so aus. Erstens ist Neapel auf Platz 1. Wir auf Platz 2, Bologna auf Platz 3, 4. die Fiorentina, 5. Udine. Okay, also Juve ist schlecht gestartet. Werden wahrscheinlich nach oben rücken. Die Roma genauso. Und schaut euch das an. Internazionale Milano hängt da unten drin auf dem drittletzten Platz. Puh, ein guter Start ist anders. Aber ich denke mal, als Milanista hat man nichts gegen diesen Tabellenstand. Also Freunde, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, die ihr mir geschenkt habt. Balotelli hat sich auch gefreut, wie ihr seht. Auf 86 ist er gestiegen. Ich würde sagen, wir beenden dieses Video an dieser Stelle. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Mr. Milanista. Bis dann. Ciao.